Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrtes Publikum, ich freue mich wirklich, Sie begrüßen zu dürfen. Natürlich auch im Namen meiner Kollegen Dr. Heikenfeld und Dr. Meyer, auch im Namen des gesamten Zentrums hier für Orthopädie und Unfallchirurgie, des gesamten Anna-Hospitals, auch im Namen unserer anderen Standorte der St. Elisabeth-Gruppe in Witten und in Herne. Sie wissen, die Welt hat sich weitergedreht, auch die medizinische Welt, auch ohne Fortbildungen. Trotzdem, wir freuen uns natürlich, jetzt wieder präsent zu sein und mit Ihnen Austausch treten zu können. Wir müssen immer noch ein Format wählen oder wir haben uns dazu entschieden, immer noch ein Format zu wählen, was Kontakte reduziert. Das beruht einfach auf unseren Erfahrungen, die wir die letzten anderthalb Jahre gemacht haben. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass Teile dieses Formates sogar so suffizient sind, dass wir die sogar unter Umständen auch in Zukunft, wenn wir wieder sogenannte normalere Umstände haben, weiter verwenden werden. Ich habe zwei, drei Punkte, die ich noch mit Ihnen, bevor wir loslegen, besprechen muss und nicht vergessen darf. Zum einen geht es darum, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn wir so wie sonst auch üblich eine rege Beteiligung haben und rege Diskussionsrunden. Dafür haben Sie die Möglichkeit, im Chat Ihre Fragen zu stellen. Sie können das schon während der Vorträge machen. Und dann während unserer Diskussionsrunden moderieren wir das und einer von uns wird immer die Fragen vorlesen und dann werden wir die Fragen live beantworten. Erfahrungsgemäß kann es sein, dass wir so viele Fragen haben, dass wir wirklich nicht alle beantworten können. Dann müssen wir eben eine gewisse Auswahl treffen. Aber es wäre wirklich schön, wenn Sie diesen Chat, wann immer Sie möchten, nutzen würden. Zweites Thema, das ist natürlich für unsere Kollegen, die an den CME-Punkten interessiert sind. Da gibt es klare Richtlinien von der Ärztekammer, wie das durchzuführen ist. Ist eindeutig vorgeschrieben. Und das bedeutet, Sie müssen direkt im Anschluss an die Veranstaltung so eine Art Wissensüberprüfung durchführen und die Evaluation der Veranstaltung. Das erscheint beides automatisch am Ende der Veranstaltung. Und während der letzten Diskussion werden wir dann nochmal darauf hinweisen und wie das im Detail geht. Die Bescheinigung selbst wird Ihnen dann einige Tage später per Post zugesandt. Ganz wichtig ist, Sie müssen sich bei dieser Veranstaltung hier mit vollem Vor- und Zunamen anmelden, damit wir Sie zuordnen können. Wenn das jetzt noch nicht erfolgt ist, dann würde ich vorschlagen, dass Sie nochmal kurz rausgehen und sich nochmal neu mit Vor- und Zunamen anmelden. Und als letztes, das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Sie wissen, da stehen viele Menschen immer dahinter und viele Personen, um solche Veranstaltungen zu gewährleisten. Und gerade bei diesen Online-Veranstaltungen fällt das noch weniger auf. Deswegen mein ausdrücklicher Dank an alle Beteiligten, die uns geholfen haben, das wieder so auf die Beine zu stellen. Und mein ausdrücklicher Dank auch an die Sponsoren. Sie wissen, ohne Sponsoren sind solche Veranstaltungen heutzutage nahezu nicht durchzuführen. Also herzlichen Dank dafür. Und dann wollen wir jetzt direkt schon loslegen und wir freuen uns darauf, mit Ihnen jetzt gemeinsam, wie gesagt, in Austausch zu treten. Und ich übergebe für die Moderation des ersten Themenblocks an meinen Kollegen Oliver Meyer. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer, sehr geehrte Kollegen, Physiotherapeuten, Patienten, wir wollen direkt starten mit dem wissenschaftlichen Teil unseres Programms und wir starten dort im Bereich der oberen Extremität. Zunächst wird Herr Dr. Listinghaus uns über die arthroskopischen Möglichkeiten bei der Frakturversorgung im Bereich der oberen Extremität einen Vortrag halten. Rico, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, den Vorschwimmer machen zu dürfen. Ich versuche das mal. Ich hoffe, das klappt alles. Ich werde über die arthroskopische Frakturversorgung an der oberen Extremität reden. Was sind die Möglichkeiten? Was können wir denn tun? So, jetzt möchte ich einmal schauen. Wir wissen, die Traumatologie ist sehr vielfältig. Da gibt es alle möglichen schaurigen Bilder und Befunde, die sicherlich auch nicht alle arthroskopisch angegangen werden können. Die Frage ist, was wollen wir bei einer Frakturversorgung? Natürlich primär eine Schmerzreduktion. Wir wollen eine gute wiederherstellende Funktion erreichen und natürlich möglichst Folgeschäden vermeiden. Entscheidend ist die sichere Knochenheilung in korrekter Stellung. Das lässt sich relativ einfach so zusammenfassen. Die Frage ist, was geht arthroskopisch davon? Als Beispiel mal die Mason-Klassifikation von den Radiusköpfchenfrakturen. Da sieht man, es gibt einfache Gelenkfrakturen, die werden immer komplizierter und komplexer, je höher die Klassifikation fortschreitet. In der Literatur wird gesagt, dass eine Gelenkstufe von 2 mm problemlos konservativ behandelt werden kann. Da werde ich Ihnen gleich ein paar Bilder zeigen, wo man vielleicht darüber zumindest mal nachdenken sollte. Natürlich, komplexe Frakturen sind irgendwann dem arthroskopischen
Vorgehen nicht mehr zuträglich, wobei auch da haben wir nachher ein schönes Bild von einer etwas schwierigen Situation, wo es vielleicht doch hilfreich sein kann. Bedeutet letztendlich einfache Gelenkfraktur mit Stufenbildung, insbesondere um die Präarthrosen zu vermeiden. Die sind optimal geeignet, um von gelenkseitig das zu beurteilen und darzustellen und zu stabilisieren. Das heißt, fangen wir schon mal direkt mit dem Radiusköpfchen an, weil wir das ja schon gerade gezeigt haben. Man sieht, Literatur 2 mm konservativ. Links ist so ein Bild, wo man ja eigentlich auch durchaus sagen könnte, kann man konservativ lassen. Wenn man jetzt aber auf dem rechten Bild sieht, wie groß so eine Gelenkstufe eigentlich ist, und das ist ein junger Mensch, dann kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass es Probleme geben kann, wenn er das geheilt ist, den Arm benutzt, belastet, dass es zu gewissen Verschleißerscheinungen kommen kann und dann durchaus Probleme die Folge sein können. Deshalb gibt es da die Möglichkeit des arthroskopischen Setups. Das ist ein bisschen komplizierter als die reine Arthroskopie. Das heißt, wir müssen zu dem arthroskopischen Bild auch noch das radiologische Bild mit reinbringen. Deshalb ist das so ein bisschen komplexer Aufbau. Das sieht man hier in der Röntgenbogen bezogen und dann zwischen der Ellenbogen arthroskopisch eingepackt, wie das für eine Arthroskopie üblich ist. Und dann macht man ein arthroskopisches Bild und versucht einfach, das Gelenk wieder aufzurichten, die Gelenkfläche anzuheben, wie man es hier mit dem Tasthaken sehr gut hinkriegt. Man sieht das, das Niveau der Gelenkfläche kann wieder erreicht werden. Und dann wird das mit einer minimalmassiven Versorgung mit einer Herbertschraube stabilisiert. Das heißt, hier der eine K-Draht, den man da sieht, der wird parallel zur Gelenkfläche eingebracht und dann wird etwas tiefer ein zweiter K-Draht als Führung für die Herbertschraube eingebracht. Und dann sieht man auf dem rechten Bild hier, dass man die Gelenkfläche eigentlich sehr schön wiederherstellen kann. Ne? Das ist hier, wenn man dann guckt, das postoperative Video, die Rotation, die Ebene der Gelenkfläche ist gut hergestellt und so sieht es im Röntgenbild aus mit einem kleinen Schräubchen, was natürlich keine massivsten Belastungen hält, aber was die Gelenkfläche gut rekonstruieren lässt. Das ist eine Versorgung, die sehr, sehr gut funktioniert, wo die Patienten auch gut von profitieren und dass sicherlich die Präarthroserate deutlich reduziert ist. Gleiches Vorgehen kann man am distalen Radius sehen. Auch hier wieder komplexe Frakturen, sind wir weit weg davon, das muss nicht unbedingt sein. Aber auch hier gibt es oftmals Situationen, wo so Gelenkfrakturen, wo man die Gelenkfläche gut wiederherstellen kann. Und hier bieten sich auch kannulierte Schrauben an. In dem Fall nehmen wir 4 mm Schrauben oder 2,7er Schrauben. Da gibt es verschiedene Größen, je nachdem, wie die Fraktur gestellt ist. Hier mal als Beispiel. Wichtig bei der Arthroskopie des Handgelenks, man muss die ganzen Strukturen ringsherum berücksichtigen. Da wird auch gleich der Dr. Boucher noch zwei, drei Dinge zu sagen. Auch hier vom Setup, Arthroskopie mit zusammen einem Röntgenbetrachter dazu. Auch das macht alles etwas eng und kuschelig um das zu operierende Gelenk, aber es ist letztendlich gut machbar und man kann das dann darstellen. Und jetzt mal hier so ein Fall, der sehr gut dafür geeignet ist. Wenn man das schon mal anschaut, sieht man, da ist eine Gelenkfraktur. Es ist ein Gelenkteil imprimiert, nach unten abgesenkt. Wenn man das mit einer Platte versorgen würde, hätte man schon deutlich Schwierigkeiten, die Gelenkfläche gut adressieren zur CT, zur Visualisierung. Ja, man sieht hier, dieses Fragment ist abgesenkt. Sehr schwer, die Gelenkfläche wieder zu rekonstruieren. Und wenn man dann arthroskopisch da rangeht, dann erstmal sieht man die ganzen Gelenkstufen, das ganze Drama, was sich da ereignet hat. Man kann das schön sauber spielen. Und wenn man das dann zusammenpuzzelt, alles anhebt und dann kann man das mit Schrauben unterstützen oder füttern und dann ist die Gelenkfläche auch wieder sehr, sehr gut rekonstruiert. Und wie gesagt, oftmals jüngere Patienten, die davon auch wirklich sehr gut profitieren von solchen Eingriffen. Ja, hier sieht man das dann im abschließenden Röntgenbild, Gelenkfläche wiederhergestellt und gut dargestellt. Ja. Gut, letztes Gelenk, um was es geht, ist das Schultergelenk. Da ist die sehr häufige Gelenkfraktur, die Glenoidfraktur, häufig im Rahmen einer Luxationsgeschehen. Da muss man natürlich analysieren, was ist die Ursache, habe ich eine chronische Luxation, habe ich schon einen Knochenverlust, was alles zu der Stabilität der Schulter gehört. Aber wenn ich eine reine Fraktur des Glenoides habe, so wie ich das auf dem linken Bild sehe, dann kann man das zumindest arthroskopisch sehr gut angehen. Da muss man gucken, wie groß die Frakturen, auch hier wieder unterschiedliche Einteilungen, die komplexen Frakturen sind irgendwann nichts mehr für das arthroskopische Vorgehen. Aber wie gesagt, wenn man die einzelnen typischen knöchernen Bankhartläsionen ansieht, kann man sehr gut was damit arthroskopisch erreichen. Wenn das sehr kleine Fragmente sind, bietet es sich eher an, in einer Fadenankertechnik, so ähnlich wie bei der Labrumrefixation zu versorgen, links gezeigt, oder größere Fragmente kann man dann auch arthroskopisch assistiert mit einer Schraubenosteosynthese versorgen. Die Knochenfragmente hängen typischerweise mit dem Kapsellabrum-Komplex zusammen, deshalb lässt sich das, wenn es sehr klein ist, gut mit diesen Ankertechniken versorgen, wie gesagt, die man von der Stabilisierungsoperation
Schulter kennen oder so wie hier dargestellt. Oder wir haben die größeren Fragmente so hier dargestellt. Dann kann man das gut auch ebenso gut mobilisieren, anheben, das Livo angleichen, mit einem Kartrad fixieren, stabilisieren und damit eine Schraube, eine Kompressionsschraube im Prinzip wieder die Gelenkfläche herstellen. Ja? Letzte Frakturversorgung ist im Prinzip das Tuberculum majus. Da gibt es auch unterschiedlichste Ausprägungen, wie natürlich nachvollziehbar ist. Linksseitig ist sicherlich schwierig, aber wenn man so kleine Ausrisse hat, so wie in dem mittleren Bild zu sehen, hier oben, sind das ja im Prinzip knöcherne Ausrisse der Rotatorenmanschette. Wenn das ja kleine Fragmente sind, kann man die ähnlich wie eine Rotatorenmanschettennaht mit einer sogenannten Double Row Versorgung fixieren. Das zeigt auch gleich Herr Dr. Heikenfeld noch, wie man die Rotatorenmanschette versorgt. Aber wenn da ein knöchernes Fragment drin ist, geht das genauso gut. Oder wenn das, wie hier dargestellt, oder wenn das größere Fragmente sind, dann kann man die auch arthroskopisch assistiert mit solchen kanalierten Schrauben in Position bringen und wieder refixieren, so wie hier dargestellt, wo man keine große Dislokation hat, aber auch bei größer dislozierten Fragmenten geht das in der arthroskopischen Technik sehr gut, wo man dann hier mit einer kanalierten Schraube Kompression auf die Fragmente kriegt. Hier nochmal ein anderes Beispiel, ein grob disloziertes Tuberculum majus Fragment im CT, gut zu sehen. Und auch das mit einer arthroskopischen Versorgung mit mehreren kanalierten Schrauben sehr gut rekonstruierbar. Ja, das war es schon zur operativen Versorgung von den Frakturen der Oberextremität. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas gezeigt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dr. Listringhaus, Rico, für den interessanten Vortrag. Einmal die Gelenke, wo was arthroskopisch bei der Frakturversorgung möglich ist, durchgegangen. Übersicht, exzellent. Ja, wir gehen zu dem nächsten Vortrag. Unser Chefarzt von der oberen Extremität, ja, vom Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie, Dr. Heikenfeld, wird uns was über die Supraspinatussehnenruptur arthroskopisch konservativ erzählen. Roderich, bitte. Ja, Uli, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich darf auch alle Teilnehmer noch mal ganz herzlich von meiner Seite begrüßen zu diesem für uns auch jetzt wirklich komplett neuen Format. Und ich habe mir mal ein etwas anderes Thema überlegt, nämlich und zwar kann man bestimmte Rotatorenmanschettenrupturen nicht eigentlich auch konservativ behandeln. Es ist natürlich so, wir wissen alle, ein Rotatorenmanschettendefekt hat das Problem, dass die Schulter im Endeffekt die Möglichkeit verliert, das Rotationszentrum korrekt zu halten. Und damit hat man in der Regel eigentlich eine schlechte Funktion. Was machen wir dann? Wir gehen in den OP und versuchen, diese Rotatorenmanschette wieder entsprechend zu nähen. Und gerade wir als erfahrene Schulteroperateure, wir wollen das natürlich schön arthroskopisch machen, setzen Anker ein, ziehen Fäden durch und das Ganze klappt in der Regel auch wunderbar. Trotzdem gibt es manchmal Patienten, die einen so ein bisschen ins Grübeln bringen. Und da möchte ich jetzt einmal hier so einen Fall darstellen. Das ist, war eine 71-jährige Patientin. Die haben wir, jetzt kann ich es, glaube ich, nicht ganz lesen, hier durch meine Fenster 2010 an der linken Seite eine Rotatorenmanschettenrekonstruktion gemacht. Und 2013 ist festgestellt worden, sie hat rechts auch eine Ruptur. Und jetzt hat sie die Entscheidung getroffen, sie möchte rekonstruiert werden. Das ist jetzt ein Fall, der noch von vor Corona stammt. Deswegen hat die Dame hier keinen Mundschutz auf. Und man sieht, sie hat eine absolut freie Funktion. Ja, sie kann alles machen mit dieser Schulter. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was soll ich denn hier machen? Ja, warum soll ich jetzt eine solche Frau operieren, die im Prinzip eine exzellente Schulterfunktion hat? Insofern, welche Situationen rechtfertigen möglicherweise eine konservative Behandlung und wie lange kann ich im Endeffekt eine konservative Behandlung durchziehen? Gibt es dann auch irgendwie Rupturen, die man eindeutig rekonstruieren muss und was ist da patientenspezifisch irgendwie zu beachten? Wie weit kann ich im Endeffekt gehen? Was ist denn unser Ziel, wenn wir über eine Operation reden? Wir wollen natürlich Schmerzen reduzieren und die Funktion verbessern. Das Ziel grundsätzlich ist, möglichst alle Sehnen irgendwie zu rekonstruieren. Das gelingt manchmal nicht immer. Und das Ganze soll natürlich auch leben. Denn eine Sehne, die tot ist oder wo das Einheilungspotenzial nicht groß ist, das kann mit so einer Sehne nicht funktionieren. Und da muss man den Menschen vielleicht die Nachbehandlung gar nicht erst antun.
Denn das sind im Prinzip die Probleme, die auch eine Operation mit sich bringt. Ab einer gewissen Rupturgröße ist das Risiko einer Reruptur relativ groß. Die Nachbehandlung ist sehr zeitaufwendig. Sie kennen das alle, die Ruhigstellung, das möchte man selber eigentlich auch nicht haben. Und da überlegt man sich dann schon manchmal, soll ich das einem solchen Patienten jetzt antun? Und eine Diskussion, die wir Gott sei Dank in Deutschland nicht haben, ist, es kostet natürlich auch mehr, aber solche Diskussionen werden in anderen Ländern sicherlich geführt und wer weiß, was mit der nächsten Bundesregierung da auf uns zukommt. Das Problem ist, dass Rupturen, die ich nicht operiere, grundsätzlich größer werden können. Es gibt, ich muss jetzt hier mal so ein paar Studien ein bisschen ausholen. Ja, es gibt hier eine gute Untersuchung von Ken Yamaguchi, der mal festgestellt hat, dass es asymptomatische Rupturen gibt, die durch Zufall mit Ultraschall gefunden worden sind und hat diese über viele Jahre verfolgt. Und er konnte nachweisen, dass diese Rupturen größer werden über die Zeit. Guckt man sich jetzt insgesamt die Literatur an, soll ich jetzt operieren oder nicht operieren und macht so eine Meta-Analyse, das heißt, vergleicht viele Literaturstellen miteinander, dann kommt das raus, was fast immer in der orthopädischen Chirurgie rauskommt, nämlich es wurden 1472 Studien gefunden und nur zwei konnten im Prinzip irgendwas zu dem Thema beitragen. Gucken wir uns die mal im Einzelnen an. Das sind im Prinzip diese drei Untersuchungen, die da durchgeführt worden sind. Das sind eigentlich auch nicht so unfassbar viele Patienten, die mit eingeschlossen worden sind. Und im Einzelnen, bei der Untersuchung 1, hier von diesem Herrn Moosmeier, sieht man schon, das sind ein ganz heterogenes Patientengut. Wir haben Rupturen, die kleiner sind, mal mit Subscapularis, mal ohne. Der Subscapularis ist eigentlich eine komplett andere Entität im Bereich der Rotatorenmanschettenläsion. Dann traumatische, nicht traumatische, auch die sollte man eigentlich in der Regel trennen, mal mit dem Infraspinatus, mal ohne. Und dann sind die offen operiert worden im Rahmen der Rekonstruktion. So und raus kam im Endeffekt, dass die Operationsgruppe schon besser im Schmerz und in der Funktion war, aber das war eben statistisch nicht so richtig signifikant. Die nächste Untersuchung hiervon kommt aus Finnland. Der hat eigentlich schon besseres Patientenklientel, nämlich isolierte Supraspinatus-Szenenruptur. Das ist eigentlich genau der Bereich, wo man tatsächlich vielleicht über was Konservatives nachdenken kann und macht drei verschiedene Gruppen. Einmal zehnmal schickt er die zum Physiotherapeuten, dann dekomprimiert er nur, ohne zu nähen und er rekonstruiert auch. Entschuldigung, wenn ich noch einmal kurz hinweisen darf, aber man sieht auch hier, das ist für sich vielleicht nicht unbedingt jetzt eine Schulterklinik, die sehr viele operiert, denn wenn man schon die Operationszeiten sieht, sieht man, dass das nicht unbedingt jetzt die absolut super erfahrensten Operateure waren. Und auch hier zeigt sich, mit der Operation geht es eigentlich deutlich besser. Allerdings hat er schon eine gewisse hohe Rerupturrate, insbesondere für diese kleinen Risse eigentlich. Jetzt der letzte. Hat auch wieder so ein ganz heterogenes Patientengut im Endeffekt mit Subscapularis und Infraspinatus, näht die ganzen auch offen und kriegt auch extrem hohe Rerupturraten, wo man sich dann fragt, warum mache ich das eigentlich? Wobei insgesamt die Operationen schon etwas besser waren in den Scores als die nicht operierten Patienten. So, und jetzt stehen wir da im Endeffekt genauso schlau wie zuvor. Was machen wir dann jetzt eigentlich? Wo ist im Endeffekt unser Problem? Was passiert denn, wenn wir nicht rekonstruieren? Ich hatte ja eben schon gesagt, wir wissen, diese Rupturen werden im Endeffekt größer. Und da gibt es hier eine ganz interessante Untersuchung aus einer Klinik, hier aus der Balgris-Klinik in Zürich. Die machen wirklich sehr, sehr viele Schultern. Wo Folgendes dem passiert ist, die hatten Patienten zur Operation einbestellt, doch zum Zeitpunkt der Operation, vielleicht weil es in der Schweiz ist und die immer ein bisschen länger brauchen, waren die Patienten inzwischen schon beschwerdefrei, was bei orthopädischen Sachen manchmal passieren kann und wollten sich deshalb nicht mehr operieren lassen. Und wenn man dann guckt und diese Patienten zum gewissen Zeitpunkt nachuntersucht, das war hier ungefähr so nach 3,5 Jahren, dann zeigt sich, dass es eigentlich gar nicht so schlecht aussieht erst. Ja, 9 Rupturen waren gleich groß geblieben, nur 6 Rupturen größer. Warum macht man das dann eigentlich mit dieser ganzen Rotatorenmanschettenrekonstruiererei? Guckt man sich aber die Patienten im Einzelnen an, sind hier wirklich absolute Mega-Ausreißer nach unten mit dabei. Constant Score von 31. Damit kann man die Schulter eigentlich fast überhaupt nicht mehr benutzen. Ja, und das gilt es natürlich zu verhindern, dass solche Katastrophen im Endeffekt entstehen. Insofern, da sollte man sicherlich gegensteuern. Bei den größeren Defekten, hier auch aus der gleichen Klinik, konnten eindeutig nachgewiesen werden, dass wenn eine Ruptur insgesamt nicht mehr ganz klein ist, die Ruptur werden über die Zeit eindeutig größer und es führt eindeutig zu einer Zunahme der Arthrose, sodass dann im Endeffekt es auf eine inverse Prothese über kurz oder lang
hinauslaufen wird. Das nächste Problem ist eben, dass eine Ruptur, die vielleicht zu einem Zeitpunkt X noch reparabel war, wird irgendwann nicht mehr reparabel. Und das ist eigentlich die entscheidendste Message, die man im Kopf behalten muss, weshalb man ernsthaft über eine Operation reden muss. Bei jüngeren Patienten gilt im Prinzip genau das Gleiche. Auch hier zeigte sich, dass diejenigen, die nicht operiert worden sind und nachuntersucht worden sind, dass die Rupturgröße im Laufe der Zeit in den weitaus meisten Fällen größer geworden ist und damit die Gefahr droht, dass eine Ruptur nicht mehr rekonstruierbar sein wird. Die letzte Studie, mit der ich Sie langweilen will, ist eine, die einfach alle Patienten, die eine Ruptur hatten und symptomatisch waren, in eine konservative Therapie einschließen wollten. Und sie wollten einfach mal schauen, was passiert denn, welche steigen da aus. Und im Endeffekt sind die ausgestiegen, die von vornherein nicht an die konservative Therapie geglaubt haben und die einfach ein gewisses Aktivitätsniveau haben. Leute, die noch im Arbeitsprozess sind, die Sport treiben, die insgesamt sehr aktiv sind, die brauchen einfach die Rotatorenmanschette und kommen in den meisten Fällen nicht, so wie das Fallbeispiel, was ich eingangs gezeigt habe, ohne die Manschette zurecht. Insgesamt hatte die Größe der Ruptur und so weiter eigentlich keinen Einfluss, ob das mit der konservativen Therapie nicht funktioniert hat, aber alle die konservativ nicht besser geworden sind, haben sich dann innerhalb von 3 Monaten zu einer Rekonstruktion entschieden. So, wer sollte denn jetzt im Endeffekt operiert werden? Das Entscheidende an der Schulter bei der Rotatorenmanschette ist zunächst einmal, dass diese Balance zwischen vorne und hinten funktioniert. Das heißt, zwischen dem Infraspinatus und dem Subscapularis ist einer von diesen beiden Muskeln involviert, ist die Diskussion eigentlich sofort vorbei. Dann muss man sofort über eine Rekonstruktion nachdenken. Insbesondere der Subscapularis, da er alleine ist und nicht im Verbund mit der posteriosuperioren Rotatorenmanschette, neigt sehr stark dazu, schnell zu retrahieren. Und da ist auf jeden Fall Eile geboten. Das heißt, ist der Subscapularis mit involviert, muss zügig über eine Operation nachgedacht werden. Und sehen, gerade hier diese isolierten Rupturen kann man im Kernspin sehr gut nachweisen. Und wenn man das sieht, dann auf jeden Fall Richtung Operation gehen. Bei den isolierten Supraspinatus-Rupturen ist die einzige Situation, wo man eben über was Konservatives nachdenken kann. Und da ist eben die Aktivität, der Beruf und der Funktionsanspruch eigentlich das alles Entscheidende. Ja, je aktiver der Mensch ist, so eher sollte man auf jeden Fall in Richtung Rekonstruktion gehen. So, ich darf dann zusammenfassen, dass wir eine exakte Grenze, wo wir jetzt definieren können, das geht konservativ, das nicht, die gibt es eigentlich gar nicht und die wissen wir nicht. Patienten, die eben mit ihrer Schulter was anfangen wollen, die sollten auf jeden Fall eine Rekonstruktion zugeführt oder sehr ernsthaft darüber diskutiert werden. Alles, was mit Trauma zu tun hat, sollte auch Richtung Rekonstruktion gehen. Ist Subscapularis oder der Infraspinatus involviert, müssen wir auch auf jeden Fall Richtung Operationen gehen. Ist nur der Supraspinatus involviert, können wir nach jetzigem Stand theoretisch über eine konservative Therapie nachdenken. Das müssen wir aber ganz gezielt mit dem Patienten besprechen. Wir haben ein bisschen Zeit, wir verlieren höchstens Zeit, aber es gibt eben eine geringere Gefahr einer Größenprogredienz der Ruptur innerhalb kurzer Zeit. Und bleibt die konservative Therapie, wird es darunter nicht besser, muss man eben schnell über eine Operation nachdenken. Und je größer eine asymptomatische Ruptur ist, desto größer ist das Risiko, dass sie eben später zukünftig symptomatisch wird und dann nicht mehr rekonstruierbar ist und wir uns über andere Operationen unterhalten müssen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich darf dann an den Dr. Meyer zurückgeben. Ja, vielen Dank, Roderich, für den interessanten Vortrag. Was hat man sich gemerkt? Also ich habe ja nicht die Ahnung, aber was hat man sich gemerkt? Man sollte eine asymptomatische Ruptur am Anfang nicht unterschätzen. Die kann ganz schlimm enden und vielleicht sollte man eher dann darüber nachzudenken, was man macht, auch operativ. Der nächste Vortrag, gehen wir etwas distaler jetzt im Bereich der oberen Extremität. Herr Dr. Boucher wird uns über die arthroskopischen Möglichkeiten bei Verletzungen oder degenerativen Erkrankungen im Bereich der Hand oder des Handgelenkes berichten. David, bitte. Danke sehr, Dr. Meyer. Kollege, liebe Kolleginnen, es geht in meinem Vortrag über die arthroskopische Operation an der Hand und am Handgelenk. So, die Arthroskopie hat sich im Bereich der Handgelenk in der letzten Zeit sehr entwickelt, im Bereich der diagnostischen, so auch die therapeutischen Verfahren. Wie sieht unsere OP-Settings aus? Die Patientin hat unter Totalnarkose oder Vollnarkose, die Patientin hat eine Rückenlage, die Armtisch wird angeschraubt durch eine Schulterbugel. Können wir eine Distraktion im Bereich Handgelenke hervorbringen und dass wir unsere Instrumente ohne Kollateralschaden einbringen können.
Dann wird alles steril abgedeckt. Hier die Bilder rechts, wir sehen den Unterschied zwischen dem Instrumentarium von großen Gelenke im Vergleich zu dem Instrumentarium von den Handgelenk. Hier die Trokar wird zwischen 2,7 mm bis 1,9 und die mit einer Winkeloptik von 30 Grad. Wie gehe ich in dem Gelenk hinein? Hier haben wir verschiedene Standardzugänge, die nach die Stricksehne orientiert, und auch wir haben in die Mali zusätzliche mehreren Hilfszugänge wie in U6. So, kurz hier zur Anatomie. Wir sehen, dass das Handgelenk ist nicht eine Gelenkfläche, sind mehrere Gelenkfläche, und hier sehr wichtig, wenn das Gelenk arthroskopiert wird, dass alle die Gelenkfläche hier inspiziert und überprüft. Hier in diese Bilder muss ich Ihnen zeigen, wie komplex ist die Fovea ulnaris in diesem Bereich. Sitzt viele Bänder zusammen mit dem Discus triangularis, die strickt sich über die Gelenkfläche von die Radiokarpal. Das werden Sie jetzt sehen, was meine ich genau. Hier in diesem Video, wir sehen die Discus triangularis, die strickt sich über die Distal ulna, über die Distal Radio ulna Gelenk und hat die Pufferfunktion sowie auch eine sehr wichtige Funktion in die Stabilisation von dem Distal Radio ulna Gelenk. Wir sehen in diese Bilder, wie ja nach die Position von Hand in Supination oder Pronation gibt es eine Veränderung in die Verspannung von den TFCC. Warum ist das wichtig? Weil die TFCC ist eine häufige Verletzung, die TFCC-Verletzung ist eine sehr häufige Verletzung, die konnte traumatisch sowie auch degenerativ bedingt entstehen. Traumatisch zum Beispiel nach einem Distorsionstrauma von Handgelenke und degenerativ in die meisten mit einer Ulna-Plus-Variante und mit den Handwerkern, die viele Ansprüche an die Hände haben. Die Verletzung von TFCC wurde nach Palmar beschrieben. Palmar hat das eingestuft nach die Ursache, traumatisch oder degenerativ, sowie auch nach die anatomische Lage. Die traumatische TFCC-Läsion haben für die Bedeutung, dass man die TFCC kann man sehr gut nähen, und sie haben eine sehr gute Heilungschance, dass die meisten Verletzungen ist eine sehr gute, in eine sehr gute durchgeblutete Position, und die Heilungsprozess ist sehr hoch. Hier habe ich Ihnen ein paar Bilder von einer Operation mitgebracht. In diese Bilder, wir sehen mehrere Schritte von einer arthroskopischen Operation mit einer TFCC-Naht. An die erste Bild, erst wurde die Verletzung festgestellt, dann beim Out-in-Technik wird ein Kanula eingebracht. Durch die Kanula schieben wir eine Prolinfaden rein, dann durch die Prolinfaden machen wir eine Schläufe an andere Zügel von der TFCC und wird die Faden unter die Haut an die Gelenkkapsel verknotet. Postoperativ, die Patientin oder Handgelenk sollte vor 2 Wochen ruhig gestellt, dann nach 2 Wochen fangen die Patienten die Hände frei zu mobilisieren und Belastungsaufbau circa nach 6 Wochen. Was machen wir in degenerative Verletzung? Die degenerative Verletzung, die meisten haben eine zentrale Position, und in dieser Position ist die Durchblutung ist nicht günstig, dass hier eine TFCC-Naht wird keine, dass von einer TFCC-Naht die Patienten werden nicht profitieren, und diese Situation geht man mit einer kleinen Schäfer und die bredibiert die TFCC. Man hat auch gesehen, dass die TFCC-Verletzung, die degenerative TFCC-Verletzung sehr häufig mit den Patienten, sie haben eine Ulna-Plus-Variante. Die Ulna-Plus-Variante bedeutet, die Distal-Ulna liegt ca. 1 cm distale, die Niveau von dem Distalradius. Und diese Situation, was konnte auch man dazu, zu dem Bredimont von der TFCC, eine Waiver-Procedure durchführen, und das bedeutet, dass man geht mit einer kleinen Fräser und fräst man an die Distalende von den Ulna. Dadurch man vermeidet die Schaden an die Ostlinatum, sowie auch schafft man hier einen Platz im Bereich der Radiokarpalgelenk. Es gibt es auch Patienten mit Knorpelschaden in Ostlunatum, aber ohne deutliche TFCC-Verletzung, zum Beispiel hier in diesem Video, wo sieht man hier einen Knorpelschaden im Bereich des Ostlunatum. Hier haben wir die Knorpel
die instabile Knorpel entfernt. Das hat die Konsequenz, dass man hier die Distalunder nicht abfräsen kann. Sonst sollte man hier im Verlauf ein offenes Verfahren empfehlen, in dem Sinne von einer offenen Ulnarverkürzung Osteotomie. Was ist auch sehr wichtig in die arthroskopischen Verfahren im Bereich Handgelenk, die Feststellung von einer Instabilität im Bereich die Handwurzelknochen. Die Handwurzelknochen manchmal ist sehr schwierig auch in MRT festzustellen und bei Verdacht, insbesondere in jungen Menschen, ist eine arthroskopische Operation sehr indiziert. Man sieht hier in der Röntgenaufnahme auf der linken Seite, wie ist die Spalt zwischen dem Oslonatum und dem Oscophyidium ist vermehrt. Das ist ein Hinweis, dass die SL-Band hier verletzt, aber ist nicht immer die gleiche Fall. Manchmal auch in Röntgenaufnahme, diese Spalt sieht man nicht und trotz auch manchmal in MRT, die Patienten kommen wieder mit Schmerz im Handgelenk und in dieser Situation sollte man solche Verletzung nicht übersehen und wird die Arthroskopie indiziert. Nochmal, ich zeige Ihnen diese Bilder, dass Sie verstehen, dass die Handwurzelknochen, sie setzen sehr bunt einander, stabilisiert durch ein internes und externes Bindesystem und sie bewegen sich harmonisch. Wenn den Band zwischen DSL, zwischen Oscophyidium und Oslonatum verletzt, das führt zu einer Disharmonie in der Beweglichkeit von den Handwurzelknochen, die konnte später zu einer progrediente degenerative Veränderung zu auch und endet in eine Arthrose und deutliche Bewegungseinschränkung im Bereich der Handgelenk. Deshalb eine SL-Bandverletzung, insbesondere in jungen Menschen, ist sehr wichtig zu diagnostizieren und auch zu behandeln. Was machen wir arthroskopisch? Also wie hier in diese Bilder, man geht durch die mediokarpale Zugänge. Man sieht hier auf der rechten Seite die Oslonatum und auf der linken Seite das Oscophyidium. Man sieht hier, wie kann man mit dem Tasthaken in die Spalt eingehen und das ist ein deutlicher Hinweis auf eine Instabilität. Diese Instabilität wurde von Geisler eingestuft und ja, nach welcher Stufe wird ein anderes Verfahren empfohlen. Und das hier auch ein anderes Beispiel, wie sieht man nur bei Bewegung den Handgelenk, dass die Abstand zwischen von Oslonatum und Oscophyidium wird vermehrt. Das ist eine hochgradige Instabilität ins Handgelenk und hier sollte man etwas unternehmen in dem Sinne von einer Rekonstruktion von dem Band oder wenn das akute Verletzung, zum Beispiel eine perkutane temporäre Arthrodese. Was auch ein anderes wichtiges Thema in Handarthroskopien ist die Restarthrose. Restarthrose ist eine häufige Beschwerden, Patienten kommen mit starken Schmerzen im Bereich des Daumen und der Daumen hat ca. 50% von der Funktion von der Hand. Und wenn die Daumen ist schmerzhaft, das bedeutet, dass die Patienten die feinmotorisch sowie auch die Funktion von der Hand ist deutlich beeinträchtigt. Was man machen in dieser Situation, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja nach welche Klassifikation. Die Klassifikation hier wurde von Atten und Littler klassifiziert, genau wie andere Gelenkarthrose in vier Stadium. In die erste Stadium konnte man am Anfang durch Ruhestellung und zum Beispiel Cortisoninjektionen erst behandeln und wenn das im weiteren Verlauf nicht hilft, kommt hier die Arthroskopie von den Daumensattelgelenk in Frage. Natürlich haben wir auch andere Therapiemaßnahmen in dem Sinne von einer Resektion von Ostrapesium oder die Resektion von Ostrapesium mit einer Anheftung oder Aufhängplastik oder die Implantation von einer Gelenkendoprothese. Aber sie sind jetzt nicht unser Thema. So, von Sitting her ist genau wie die Handarthroskopie, aber wir haben andere Zugänge. Hier, wir sehen in dem Bild links, wir haben die Stecksehne Fach 1 und 2 echt markiert. Und nach dem Patienten steril abgedeckt, wird erst unter Bildverfahren das Daumensattelgelenk aufgefüllt. Dann unter Bildverfahren bringen wir unsere Kamera rein. Dann unter Schicht von Arthroskop wird der zweite Zugang durchgeführt. Hier zeige ich Ihnen eine intraoperative Video. Wir sehen hier im Gelenk, wir sind im Daumensattelgelenk, hier durch die Schäfer wird die Synovie entfernt, sowie an die Knorpel wird etwas geglättet.
Wie lange werden die Patienten von solchen Operationen profitieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe oft der Patientin gesehen, sie waren sehr zufrieden von der Operation. Andere, sie kamen später mit einem progredienten Verschleiß. Und in dieser Situation sollte man etwas anderes unternehmen. Und jetzt bin ich fertig mit meinem Vortrag. Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und die gebe ich die Worte an Dr. Meyer zurück. Ja, vielen, vielen Dank, David. Du musst noch den Bildschirm wieder aufheben, die Teilung bitte. Jo. Ja, super Vortrag. Was haben wir uns gemerkt? Erstens, beste Kenntnisse der Anatomie sind notwendig. Zweitens, Spezialinstrumentarium und natürlich auch das handwerkliche Können. Und das Bild mit der Gartenschere hat mich wieder erinnert, was am Wochenende ist. Der Dr. Heikenfeld wird jetzt nun in einer Premiere, werden wir Live-Videos bei dieser Fortbildung zeigen von Operationen, die wir aufgenommen haben und einfach live mitgeschnitten haben in dem Bereich. Und es geht jetzt bei dieser Operation, die er selbst durchgeführt hat, um die Rotatorenmanschettenrekonstruktion. Roderich, bitte. Ja, Oliver, vielen Dank für die einleitenden Worte nochmal. Ja, ich gehe jetzt erstmal nochmal, um zu zeigen, wie geht das überhaupt, arthroskopische Rotatorenmanschettenrekonstruktion. Mir ist erstmal der Fall, um den es geht. Ich habe insgesamt so zwei Fälle, die mal ein bisschen etwas Außergewöhnlicheres zeigen, habe ich mal rausgesucht. Man sieht hier im Endeffekt, dass eine Supraspinatussehnenläsion in jedem Fall vorliegen wird. Aber man kann schon erahnen, dass im Bereich des Tuberculum majus hier doch noch irgendwie ein bisschen Sehne zu sehen ist. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt sind wir also schon im OP. Dorsaler Standardzugang zum Schultergelenk, eigentlich nichts Außergewöhnliches. Jetzt gehen wir mit dem Arthroskop dann als nächsten Schritt ins Gelenk. Wir füllen das Gelenk ins Wasser auf. Jetzt kommt der übliche Rundgang. Das heißt, das ist die erste Struktur, auf die man immer stößt, ist die Subscapularis-Sehne. Jetzt oben zu sehen Humerus Kopf, unten das Glenoid. Das Gelbe ist noch Erguss, der kommt einfach durch die Reizung, die hier bei dem Patienten entstanden ist. Und jetzt machen wir das Ganze erstmal sauber. Wir sind jetzt inzwischen im subakromialen Raum. Und hier kann man schon sehen, dass genau das eingetreten ist, was ich anhand der MRT-Bilder versucht habe zu zeigen. Da hängt noch ein ganzes Stück Supraspinatussehne am Tuberculum majus dran. Das ist eigentlich eine Situation, die ist etwas ungewöhnlich, weil normalerweise reißt die Sehne komplett eben vom Knochen ab. Aber insbesondere, wenn die Sehne gewisse degenerative Vorschäden zeigt, so wie jetzt hier, man sieht das ja schon, ne, die ist etwas aufgeplustert, diese ganzen Fasern da, dann passiert das schon mal, dass die also in sich reißt. So, und nehme ich jetzt einfach komplett die Sehne raus, was viele sonst machen würden, habe ich natürlich das Problem, dass mir hinterher einfach ein Stück Sehne bei der Rekonstruktion fehlt. Die Supraspinatussehne ist dann zu kurz. Ich rekonstruiere mit einer gewissen Spannung und laufe daher möglicherweise Gefahr, irgendwie in eine Reruptur reinzurutschen. Deswegen machen wir in solchen Situationen das so, dass wir diesen Sehnenstumpf stehen lassen. Wir nutzen ihn einfach weiter. Ja, und der Ansatzbereich im Bereich des Tuberculum majus wurde jetzt gesäubert. So, das ist die Supraspinatussehne. Jetzt gucke ich erstmal, in welche Richtung muss ich überhaupt gehen und stelle fest, ich muss vielleicht noch ein bisschen mobilisieren. Bevor ich aber mobilisiere, versuche ich mir erstmal etwas mehr Platz zu schaffen. Dann habe ich auch mehr Raum zum Arbeiten. Und grundsätzlich sind wir eigentlich der Meinung, dass ein Patienten mit einer subarthroskopischen Rekonstruktion der posterosuperioren Rotatormanschette, sprich Supraspinatus und Infraspinatus, dass man den auch dekomprimieren sollte. Ja, da gibt es immer so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber es hat schon, spielt die Mechanik da, glaube ich, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und im Endeffekt, man verliert ja auch nichts durch eine Dekompression. Insofern, wir führen standardmäßig eine Dekompression durch. Wir haben also hier jetzt zunächst das Ligamentum coracoacromiale, was man hier so sehen kann, haben wir abgelöst hier in diesem Bereich. Ja, und jetzt mit dem Acromionizer wird zunächst das Acromion, insbesondere im vorderen Bereich, wird etwas runtergefräst. Das Ziel ist immer, dass ich so weit komme, dass ich hier bis zum Ansatz, bis zur Faszie des Deltas im Endeffekt komme. Dann ist, glaube ich, die Dekompression ausreichend. Dabei passiert es, so wie jetzt auch hier, dass ich automatisch ins AC-Gelenk gekommen bin,
und muss dann eventuell da auch zusätzlich noch was weitermachen. So, jetzt kommen wir zu Anker Nummer 1. Wir brauchen dafür einen zweiten Zugang, um den Anker einzusetzen. Den gucken wir vorher mit einer Nadel. Den haben wir jetzt im Prinzip vorgelegt. Und jetzt kommt das, was ich eben angekündigt habe. Wir müssen noch ein bisschen Verwachsung lösen. Wir müssen die Sehne befreien, weil durch die Ruptur war es eindeutig, das Gewebe noch zu fest. Wir konnten nicht spannungsarm rekonstruieren. Und meistens die entscheidende Schicht ist im Endeffekt zwischen Glenoid und der Supraspinatussehne. Das Arthroskop ist jetzt immer noch lateral. Wir gucken oben auf das Akromion und wir sind jetzt im Endeffekt in dem Bereich, in dem Intervall zwischen der Infraspinatussehne und der Supraspinatussehne. Ja, das konnte man gerade kurz erkennen. So, jetzt geht's los mit den Ankern. Wir brauchen hier so, bei den Ankern, die wir verwenden, müssen wir das vorher ankern mit so einem Friemen und das Gewinde kurz anschneiden. Dafür gibt es diesen Friemen und die Ankerposition ist jetzt hier anders als sonst, also wirklich relativ nah an der Knorpelknochengrenze, also im Prinzip, als ob wir eine mediale Reihe bei der Doppelreihenrekonstruktion machen würden. Und wir setzen jetzt hier den Fadenanker ein. Wir verwenden so Anker, die innen drin hohl sind, das heißt, alles Metallene, was man sieht, geht raus. Das ist nur der Einsetzer des Ankers. Das hat den Vorteil, dass Zellen, die Heilung beschleunigen können, ermöglichen können, aus dem Knochen an die Reinsertionsstelle einsprossen können. Und damit haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht. Der Einsetzer wird jetzt im Prinzip abgezogen. Der Anker ist fest. Jetzt müssen wir das ein bisschen Fadenmanagement machen. Ja, wir haben die Fädenanker sind doppelt armiert. Wir nehmen uns also ein Fadenpaar und führen das jetzt in so eine Nahtzange ein. Diese Nahtzangen haben den Vorteil, dass es damit schnell geht. Ich kann den Faden sehr schnell durch die Sehne durchbringen. Das geht einfach und zügig. Und vor allen Dingen, ich mache nicht so ein großes Perforationsloch. Bei diesen Rissen, so wie jetzt hier, das ist ein vorderes L, ist es manchmal so ein bisschen schwierig, den richtigen Punkt zu finden, wo man hin muss. Da braucht man ein bisschen Erfahrung und Übung, um das einzuschätzen. Gerade wenn man eben nur von dorsal guckt, wie in diesem Fall. Und das Ziel ist zunächst, wir machen jetzt hier eine einreihige Rekonstruktion. Wir müssen eine horizontale Naht machen. Das ist die, die wir jetzt vorgelegt haben, mit diesen weiß gestreiften Fäden. Und dazwischen kommt ein zweiter Faden. Das ist jetzt hier dieser blaue Faden. Den nehmen wir uns jetzt. Und das Ziel ist, diesen genau dazwischen zu setzen und noch ein bisschen medialer, sodass, wenn wir hinterher die weißen Fäden knoten, dass sich der blaue Faden an dieser Fadenbrücke, die dazwischen ist, vernünftig abstützen kann. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Anker, den wir im Prinzip setzen müssen. Die Ruptur erfordert hier, sodass wir nicht mit einem Anker zurechtkommen, sondern mit einem zweiten. Der ist im Endeffekt genauso vorgelegt wie der andere. So, und jetzt kommt das, womit wir den Sehnenstumpf nutzen können. Wir perforieren den von lateral und einer von unseren türkisen Fäden oder blauen Fäden, wie auch immer, ist ja noch übrig geblieben. Den ziehen wir jetzt durch diesen Sehnenstumpf. Ja. Das machen wir für den vorderen Anker ganz genauso. Und Sie werden dann gleich sehen, dass wir damit eine schöne Rekonstruktion hinkriegen. Ja, wir haben den Sehnenstumpf genutzt, haben keine Länge verloren im Endeffekt. Man sieht hinterher, wenn es gleich verknotet ist, schön anatomisch rekonstruiert aus. Bevor es jetzt ans Knoten geht, müssen wir die Fäden noch ein bisschen sortieren. Das heißt, man sollte sich immer ein Fadenpaar aus einem Portal herausziehen, um es zu knoten, damit wir keinen Fadensalat im Endeffekt kreieren. Und das macht man einfach mit ganz normalen halben Schlägen, einen Knotenschieber. Damit schieben wir den Knoten nach unten. Das ist eigentlich eine Sache, die es schon seit Jahren so gibt. Das ist jetzt nichts Neues. Wir arbeiten eigentlich ganz gerne mit Knoten, weil wir den Eindruck haben, dass wir damit viele Sachen etwas besser dosieren können, als wenn wir knotenfrei arbeiten. Man kann auch genauso gut mit vielen knotenfreien Systemen arbeiten. Wichtig ist, glaube ich, da, das hat weder das eine noch das andere, hat einen richtigen Vorteil. Man muss sich einfach irgendwo wohlfühlen mit dem System, wie man es verwendet. Und da wir das mit den Knoten schon seit vielen Jahren machen, und kommen wir damit einfach gut zurecht und können damit eben eine gute Dosierung der ganzen Aktion zustande bringen. So, jetzt sind wir im Prinzip schon fertig. Alle Fäden sind verknotet und man sieht, das hat sich gut angelegt. Ja? Das heißt, im Endeffekt
haben wir eine vernünftige, schöne Rekonstruktion dadurch zustande gebracht, ohne dass wir was verloren haben. So, jetzt habe ich noch einen zweiten Fall vorbereitet, der im Prinzip ähnlich gelagert ist. Ja, man hat den Eindruck, auch hier Supraspinatusseenruptur. Möglicherweise hier könnte auch noch ein bisschen was stehen wieder am Tuberkulum. Gleiches Bild wieder wie gerade. Wir gucken erst auf den Subscapularis, dorsaler Standardzugang, Humeruskopf, Glenoid. Im Prinzip genau die gleiche Situation wie gerade. Hier ist eigentlich nichts Aufregendes zu erwarten, aber wir sehen, der Bizeps ist in einem schlechten Zustand. Ganz andere Situation als beim Fall gerade. Ja, dass wir zusätzlich an der Bizepssehne einen richtig schönen Partialdefekt haben und den Bizeps können wir damit so nicht lassen. Das heißt, wir müssten uns entscheiden, entweder eine Tenotomie oder eine Tenodese zu machen. Tenotomie einfach durchschneiden, hat den Nachteil, dass es zu einem hängenden Muskelbau kommt und es kann ein kosmetisches Problem sein. Und jetzt in so einem Fall wie hier, wo wir sowieso rekonstruieren müssen, macht es dann durchaus Sinn, um dieses zu vermeiden, gerade beim schlanken Patienten, dass wir eine Tenodese machen. Wir führen das in der Regel mit so einer Fadenanker-Tenodese durch. Das reicht unserer Ansicht nach für den Zweck, den wir haben wollen, reicht das mit dem Fadenanker eigentlich völlig aus. Wir haben nicht so voluminöses Material dann in anderen Stellen. Ja, wenn man zum Beispiel mit Interferenzschrauben arbeitet im Sulkus, das ist schon eine prekäre Stelle. Und man sieht auch gar nicht so selten, dass Patienten danach Schmerzen haben in dem Bereich. Ja, wenn man dort ein relativ voluminöses Implantat einbringt, da haben wir schon ein paar Leute gesehen, die das hatten. Und insofern hier mit unserer Fadenankermethode, wir legen jetzt hier zunächst einfach eine Schlaufe vor. Das ist dann manchmal so ein bisschen tricky, die Schlaufe wieder zu finden. Ziehen jetzt den gleichen Faden, den wir gerade hatten, müssen wir jetzt durch das Öhr wieder auffädeln und ziehen ihn dadurch durch. Das ist so eine Lasso-Loop-Technik. Auf jeden Fall mit dieser Fadenankertechnik haben wir wenig Probleme, insbesondere eben implantatassoziierte Probleme. Und das ist ja eigentlich das, was wir absolut vermeiden wollen. Durch unsere Operation sollen wir ja nicht ein neues Problem verursachen, was den Patienten im Endeffekt quält. Jetzt wird der andere Faden durchgezogen, mit diesem Penetrationsinstrument wieder durchgezogen, Faden aufgefädelt, durch die Bizepssehne hindurchgezogen. Das Ganze jetzt ohne Loop, weil ansonsten würde der Knoten ja nicht anziehen. Der Loop ist ja im Endeffekt dafür da, dass sich die ganze Aktion selbst festklemmt. Und jetzt trennen wir die lange Bizepssehne am Glenoid ab. Das machen wir hier mit so einem Radiofrequenzgerät. Damit geht das relativ gut und schnell, dass wir die Bizepssehne hier gut durchtrennen können. Dann schnurrt sie zunächst gleich ein bisschen zurück, aber dadurch, dass wir es ja in einer anatomischen Position oben mit den Fäden fixiert haben, spätestens beim Knoten, kommt die lange Bizepssehne wieder in eine vernünftige Spannung zurück, sodass wir damit das optische Problem des hängenden Muskelbauches vermieden haben. Der hängende Muskelbauch, der heißt ja Popeye-Zeichen, das ist eigentlich einer der größten Missverständnisse der Schulterchirurgie. Denn der Popeye, wenn Sie sich das Bild in Erinnerung rufen, der hat gar keine dicken Oberarme, sondern der hat dicke Unterarme. Ja, insofern hängt da gar nicht so viel runter. Und insofern ist das eigentlich nicht ganz korrekt bezeichnet. So, jetzt machen wir mit dem zweiten Faden, den wir jetzt noch von unserem Anker hatten. Den ziehen wir jetzt ganz normal durch die Rotatorenmanschette durch, so wie ich das eben im ersten Fall auch schon gezeigt habe. Ist im Prinzip exakt genau die gleiche Nummer, die wir jetzt machen. Ziehen die Fäden durch und den einen Faden von den Violetten, den nehmen wir genauso wieder in die mittlere, als mittleren Faden gleich, um eben wieder eine arthroskopische Mason-Ellen-Naht zu generieren. Das ist für eine einreihige Rekonstruktion eigentlich die optimale Lösung. So, und das, den habe ich jetzt dazwischen gesetzt schon. Das ist jetzt der Faden, wo die Bizepssehne mit dran hing. Und unser Endergebnis, Rotatormanschette rekonstruiert, weil zusätzlich noch ein hinterer Anker mit dabei, den habe ich mir jetzt erspart und damit bin ich auch schon am Ende, was die Demonstration hier von der Operationstechnik bei diesen zwei etwas spezielleren Fällen angeht. Ja, dann danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank,
Roderich, für das wirklich sehr interessante Operationsvideo. Wie gesagt, live im OP mitgeschnitten, hast du dir zwei sehr interessante Fälle ausgesucht. Damit haben wir die obere Extremität in diesem Bereich natürlich nur so von den Vorträgen und Video abgehandelt. Schreiben Sie bitte im Chat rum, wir werden das in der Diskussion alles beantworten. Für den zweiten Teil darf ich dann bitte an Dr. Rütten als Moderator übergeben.